Herzlich willkommen in der Friedhofstraße 43 und in der mittlerweile weltberühmten Spence Villa. Ja, diese wunderschönen Bücher haben sich zwei Geschwister ausgedacht. Es sind die Schwestern Kate Kleiss und M. Sarah Kleiss. Kate Kleiss hat die Bücher geschrieben und ihre Schwester M. Sarah Kleiss hat sie so wunderschön illustriert. Und die Bücher sind wirklich etwas ganz, ganz Besonderes. Die beiden Schwestern haben selber auch früher in der Nachbarschaft so eine Jugendstilvilla gehabt und daran hat sich ihre Fantasie entzündet, sehr zur Freude und zu unserem Vergnügen. Ja, und wer lebt nun in dieser Villa? Die Villa wird bewohnt zum einen von Olivia. Olivia ist eine Autorin, aber gewesen allerdings, wie sie noch unter den Lebenden weilte, aber niemand wollte ihre Bücher verlegen und sie hat sich geschworen, bevor meine Bücher nicht gedruckt werden, gehe ich als Gespenst um und daran hat sie sich gehalten. Das Haus wird auch bewohnt von Severin, er ist ein 11-jähriger Junge. Und seine Eltern haben die Spence Villa irgendwann gekauft und sie sind ziemlich rücksichtslos und sie haben den Jungen dort einfach sitzen gelassen. Olivia kümmert sich so gut es geht um den Jungen und um den Kater Morle und sie leben da eigentlich ganz zufrieden bis zu dem Tag, wo ein griesgrämiger Kinderbuchautor, der keine Kinder mag und überhaupt gar kein angenehmer Zeitgenosse ist, bis der ausgerechnet die Spence Villa mietet, um dort sein neues Buch zu schreiben. Das führt natürlich am Ende zu ziemlich vielen Verwickelungen und die Herrschaften sind sich auch alle nicht ganz grün, aber im Laufe der Zeit finden sie zusammen und sie leben eigentlich ganz fidel und glücklich zusammen in der Villa. Es gibt natürlich immer mal wieder Aufregung und so heißt das zweite Buch Nur über meine Leiche. Da geht es um Olivias Leiche und die verteidigt sie schon ganz gut. Ja, und das dritte Buch, das jetzt erschienen ist, Ein Gespenst kommt selten allein. Es kommt noch ein Gespenst dazu, aber den lassen wir da nicht mit einziehen. Und es geht um diesen Hund, der heimlich heißt. Es ist ein irischer Wolfshund und wer mich kennt, weiß, dass mein Herz dieser Hunderasse ganz besonders gehört. Was macht diese Bücher so besonders? Es ist zum einen natürlich die Geschichte, die sehr, sehr schön ist. Und zum anderen, ich nehme jetzt einfach mal das neueste Buch, es sind auch diese wunderschönen Illustrationen. Das Buch ist also durchgängig illustriert. Das Buch wird auch erzählt von, also wird auch einmal ganz ungewöhnlich erzählt, und zwar in Briefen, Notizen, Zeitungsannoncen. Es gibt also keine Dialoge so im üblichen Sinne und auch so die Handlung ist ganz anders. Es wird wirklich also nur über Briefe und Notizen und so weiter halt erzählt und über diese wunderschönen Illustrationen. Es sind wirklich ganz entzückende Kinderbücher für die Altersgruppe 8 bis 10 und in meinem Falle auch für etwas ältere Leser, die vielleicht im Herzen jung geblieben sind. Mir machen diese Bücher jedenfalls eine riesige Freude. Es macht Spaß, sie sich anzugucken. Es gibt immer unheimlich viel zu entdecken in diesen Büchern. Hier ist es zum Beispiel die Besonderheit von viktorianischen Häusern, die hier noch erklärt wird. Hier haben wir ein höchst schauerliches Halloween, wie sich die Leute halt verkleiden zu Halloween. Tja, und dieses Buch geht ja eben um heimlich und wie man einen Limerick dichtet, wird hier genau erklärt. Ja, ich kann euch diese Bücher nur wirklich wärmstens empfehlen. Sie sind unheimlich süß, sie sind ein bisschen schräg. Ich habe das ja sehr gerne. Die Charaktere sind ein bisschen durchgeknallt. Eben halt dieses liebenswerte Gespenst. Und ich glaube, dass diese Bücher den Kindern auch ein wenig Angst vor Gespenstern nehmen kann. Denn dieses Gespenst ist sehr, sehr liebenswert. Sie leiht sich also auch immer Bücher aus der Stadtbücherei aus, meistens Kochbücher, die sie natürlich dann auch ordnungsgemäß nach einer gewissen Zeit wieder heimlich in die Regale zurückstellt. Ja, Severin, der Junge, der halt die Bücher illustriert, denn sie schreiben jetzt zusammen Bücher und sie verkaufen immer ein paar Kapitel und das wird manchmal ganz schön eng, damit sie nicht das Geld zurückzahlen müssen für diese Vorab-Sachen, die sie da, aber sie bekommen schon vorab eben für diese Sachen Geld.
Ja, aber die Bücher sind wirklich durchgehend absolut entzückend. Ich kann sie euch nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr sie irgendwo mal in der Buchhandlung seht. Werft wirklich mal einen Blick hinein. Mir machen sie riesig Spaß. Ich hoffe, die beiden Geschwister haben noch ganz, ganz viele Ideen und Geschichten parat, die sie uns auch weiterhin präsentieren können. Das soll es von mir gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch neugierig machen. Besucht doch auch mal die Friedhofsgasse 43.